Tagesordnungspunkt 27 aufzurufen. Hier geht es um den Sanierung, Umbau und Nutzungserweiterung der Magon Arena. Wir haben vereinbart bei der Tagesordnung Rederecht für Frau Zimmermann. Damit können wir starten. Dann haben wir einen Ergänzungsantrag CDU und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und die wird auch sowieso mit der CDU beginnen. Vielleicht kann das kombiniert werden. Frau Zimmermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträte, ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sprechen, insbesondere auch der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin heute nicht nur hier als Managerin der DSC Volleyball Damen, sondern ich stehe auch stellvertretend hier, um die Vielzahl der Nutzer und Vereine der Magon Arena zu vertreten. Der Dresdner SC ist der einzige Erstligist in Dresden und das im Frauensport, der kontinuierlich um Titel spielt und diese gewinnt. Die Erfolgsbilanz spricht für Verein, Mannschaft und das Management. Es ist auch unser Alleinstellungsmerkmal, dass die Frauensportart, in der wir spielen, deutlich mehr Reichweite und Bekanntheit erzielt, als das im Vergleich die Männerbundesliga tut. Es gibt auch keine andere Sportart, wo die Frauen mehr Aufmerksamkeit erzielen, weder im Handball, im Basketball noch im Fußball. Auch auf diesem Weg ist es gelungen, unsere konsequente Nachwuchsarbeit erfolgreich als wichtigen Bestandteil zu etablieren. Der DSC stellte und stellt den Großteil der Nationalspielerinnen aller Altersklassen. Auch international haben wir für Furore gesorgt und Strahlkraft erreicht. Mit der Verpflichtung von talentierten internationalen Volleyballerinnen und der ununterbrochenen Teilnahme im Europapokal sind wir das sportlich erfolgreichste Aushängeschild in der Mannschaftssportart für unsere Landeshauptstadt. Wenn wir also gesellschaftspolitische Themen wie Weltoffenheit ansprechen, dann kann ich Ihnen versichern, wir leben das. Wir zählen außerdem zu den Top 3 im Zuschauerranking von Europa, denn wir ziehen die meisten Zuschauer. Durchschnittlich sind 2700 Menschen in der Magon Arena und das hat eine Auslastung von weit über 90% gemessen an der Kapazität. Damit stoßen wir aber auch an Grenzen und das verhindert unser weiteres Wachstum. Es ist auch kein Geheimnis, dass das Dach der Magon Arena dringend sanierungsbedürftig ist. Es ist aber nicht nur das, es fehlt auch an sportspezifischen Räumen wie Kraftraum, Räumlichkeiten für Beratungen, Teamanalysen, aber auch Lagerflächen oder die so wichtigen Räumlichkeiten für Sponsorenbetreuung. In all diesen Punkten stoßen wir auch an Grenzen. Damit nicht genug, denn im Standortvergleich zu unseren Wettbewerbern sind wir mittlerweile in einen klaren Wettbewerbsnachteil geraten. Wir wissen sehr wohl, dass unsere Stadt Schulen, Kindergärten und vieles mehr braucht. Doch gerade aber auch, weil andere Sportstätten wie die Energieverbund-Arena, das Rudolf-Habich-Stadion oder auch das Heinz-Steier-Stadion die Entwicklung zur modernen Sportstätte erfahren haben, werbe ich eindringlich um die gleiche Wertschätzung in Bezug auf die Magon-Arena. Es ist an der Zeit für eine multifunktionale Sportstätte, die eine Chance aufzeigt und Vorreiter für einen hochmodernen Sport-, aber auch Schulstandort sein kann. Lassen Sie uns gemeinsam diese Chance ergreifen, dass Dresden zeigen kann, dass wir nicht nur Kunst und Kultur, sondern eben auch Sportstadt sind. Wir unterstützen das vorliegende Konzept. Natürlich wissen wir auch um die noch großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, beispielsweise das Parkhaus. Es ist ganz sicher nicht in unserem Interesse, neue Probleme für andere Vereine zu schaffen oder aber standortspezifische Themen wie den Umweltschutz in Frage zu stellen. Und dennoch appelliere ich für eine gemeinsame Lösung und ein gesamtheitliches Konzept. Dass das möglich ist, hat auch die letzte Sportausschusssitzung gezeigt. Denn das Votum des Sportausschusses hat gezeigt,
dass nicht, wie manchmal in der Öffentlichkeit, häufig populistisch über die Themen diskutiert wird und die Kernthemen in den Hintergrund rücken. Nein, stattdessen hat man hart um die Themen gerungen, aber gemeinsam zu den einzelnen Themenpunkten auch Lösungen gefunden. Und dieser Beschluss zeigt, dass eine gemeinsame Lösung möglich ist. Die Nutzer der Magon Arena eint, dass wir alle den Standort der Magon Arena zu einer Vielfalt entwickelt haben. Wenn ich nur an die Basketballer der Dresden Titans denke, die wie wir hunderte Mitglieder, aber vor allem auch Nachwuchs und Kinder in der Jugendarbeit ausbilden, bieten wir alle gemeinsam eine sportliche Heimat. Deshalb appelliere ich auch stellvertretend für das gesamte Ehrenamt, für alle Trainer, für alle Sportler, aber auch Sponsoren, Fans und Unterstützung um ihre Unterstützung für die Ertüchtigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Jetzt steigen wir ein, hätten zunächst die Möglichkeit, den Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion einzubringen. Und wie ich gesagt hatte, die CDU wäre sowieso an der Reihe, in der Fraktionsrunde zu beginnen. Vielleicht ist es kombinierbar. Bitte schön, Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen Stadträte, werte Frau Zimmermann, ich habe das schon so oft gesagt im Zusammenhang mit der Magon Arena. Ich bin jetzt seit 2009 Stadträtin, mache seit 2009 Sportpolitik für meine Fraktion und nicht nur für meine Fraktion, sondern für unsere schöne Stadt. Und immer wieder bin ich seit 2009 Herrn Dr. Dittrich über den Weg gelaufen und er hat immer wieder gesagt, wir brauchen eine Sanierung und wir brauchen vor allen Dingen eine Erweiterung. Und ich habe gesagt, Sie haben recht und wir arbeiten dran und es ist nie so leicht, Geld zu besorgen und überhaupt erstmal einen Plan zu haben. Am Ende war es auch wirklich unangenehm, immer wieder zu vertrösten, weil das wirklich unstrittig war, spätestens auch, seitdem es angefangen hat, in der Magon Arena reinzuregnen, dass ganz, ganz dringend was passieren muss. Dann haben wir als Stadtrat diese Entwicklungsstudie beauftragt. Wir haben auch gesagt, wir wollen das gemeinsam mit dem Leo betrachtet wissen. Und dann, Herr Dr. Lames, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bin Ihnen relativ regelmäßig aufs Dach gestiegen, weil uns das alles viel zu lange gedauert hat und auch ein bisschen verärgert hat, dass Sie immer diese Studie nicht vorgelegt haben. Wir haben viel nachgefragt, aber, und das muss man ganz klar sagen, das vorgelegte Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Und ich bin auch sehr dankbar, das hat auch Frau Zimmermann gerade erläutert, dass Sie es wirklich hinbekommen haben, die Nutzervereine einzubinden, sie nach ihren Bedarfen und Entwicklungswünschen zu fragen und jetzt mit der Variante 2a plus 2c ein wirklich gutes Ergebnis vorzulegen, was uns heute die Möglichkeit gibt, uns genau dazu zu bekennen. Ich sage es auch in der Fußnote, eine bloße Sanierung, was ja gemessen an dem Geld, was dahinter steht, vielleicht ein bisschen billiger wäre, sind wir der festen Überzeugung, wäre versenktes Geld, weil es würde keinerlei Entwicklungspotenziale für die Nutzer schaffen. Bei der aufgerufenen Summe, ja, da kriegt man Schnappatmung. Jetzt ist aber erstmal wichtig, dass wir heute ein ganz klares Zeichen setzen. Auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt im Vorfeld mit vorliegender Studie natürlich Sorgen und Vorbehalte und Diskussionen gab, die wir auch wahrgenommen haben. Der DSC hat gesagt, Mensch, jetzt lasst uns das nicht verzögern. Die Nutzervereine, viele, viele Nutzervereine und Sportarten scharren mit den Hufen, lasst uns das jetzt angehen. Auf der anderen Seite ein Tennisverein, der sich Sorgen macht, auf der anderen Seite vielleicht neue Entwicklungschancen dadurch auch generieren kann an einem anderen Standort. Das sind Fragen, die uns bewegt haben und das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen kanalisiert an dem Thema Parkhaus versus eine sehr angespannte Parksituation in den Nachbarschaften, in den Nachbargewohntgebieten rund um die Magon Arena. Das muss man auch betrachten. Meine Sorge ist, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt ist das Window of Opportunity und da sollten wir heute ein ganz klares Signal setzen. Der Beschluss des Sportausschusses wurde vorhin von Frau Zimmermann schon angesprochen. Ich muss sagen, ich bin echt nervös in die Sitzung gegangen, weil ich nicht wusste, was rauskommt. Ich wusste nur, dass es schwierig wird. Und ich bin sehr, sehr froh, liebe Kollegen, dass wir das so gut miteinander hinbekommen haben. Deswegen auch ganz, ganz herzlichen Dank für die sachliche Diskussion. Wir haben einen Kompromiss auf den Tisch gelegt, der die Sorgen aufnimmt, Anregungen gibt und vor allen Dingen an die Verwaltung nochmal einen ganz klaren Prüfauftrag formuliert,
ob es Alternativen zu dem Parkhaus gibt, ob man vielleicht sogar Kosten sparen kann dadurch, Mobilitätskonzept und die Ergänzung, die stelle ich dann im Anschluss noch vor, die wir jetzt auch in dem Beschlusspunkt 4 nochmal vorschlagen. Wir persönlich als CDU, das gehört zur Wahrheit dazu, wir hätten dem auch so zugestimmt, aber das ist eben das Wesen eines guten Kompromisses. Andere hatten Bauchschmerzen und jetzt gucken wir nochmal sehr genau nach. Wir haben nicht das Problem mit dem Parkhaus, wir wollen einfach, dass diese Margon Arena jetzt kommt und zwar genau in dieser vorgeschlagenen Variante. Ich möchte noch mal ganz kurz unsere Prämissen jetzt auch mit Blick auf die Prüfaufträge formulieren. Erstens, ja, 2a plus 2c, ganz klar und zwar bitte schnell. Die Planer sollen jetzt zweitens zügig loslegen und für Klarheit sorgen. Stichwort unsere Ergänzung im Beschlusspunkt 4, die gleich noch kommt. Drittens, bei der Alternativprüfung sind uns folgende Sachen wichtig. Erstens, die Genehmigungsfähigkeit. Durch die Diskussion, wie das mit den Parkplätzen jetzt geregelt wird, darf es weder zu einer Verzögerung der Margon Arena noch, und das ist auch sehr wichtig, Beschlussempfehlung Sportausschuss, zu einer Verzögerung des benachbarten Schulstandortes kommen. Und Sportvereine und Sportflächen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Zudem ist es uns wichtig, dass die Sportfunktionalitäten in den Außenflächen, die Eingriffe möglichst gering sind oder gar nicht stattfinden. Vierter Punkt, Synergien zwischen Schule und Sport. Das haben wir ganz bewusst rein formuliert. Wir haben hier die Chance, einen Modellstandort zwischen Schulnutzung und Sportnutzung zu schaffen und deswegen auch nochmal die Bitte, an den Oberbürgermeister mit der Schule zu sprechen. Wir wissen, da ist auch eine Offenheit da, den Sport im Schulkonzept zu verankern. Ich würde jetzt die verbleibende Zeit bzw. ein bisschen drüber noch nutzen, um den Ergänzungsantrag einzubringen. Das ist uns nämlich im Nachgang der Befassung im Sportausschuss nochmal aufgefallen. Wir wollen eine kleine Ergänzung haben im Beschlusspunkt 4. Erstens, bitte die Prüfungen zu den Alternativen, Stichwort es soll schnell gehen, bis zum 30.11. vorzulegen und dann, ich verlese es kurz als Ergänzung hinten dran, bei den Überlegungen und Vorschlägen zu möglichen Alternativlösungen für den Stellplatznachweis ist Lösungen der Vorrang zu geben, welche ohne Einschränkung von oder gar Verzicht auf sportfunktionale Flächen auskommen. Das Ergebnis, wir wissen das ja nicht, wie die Prüfergebnisse aussehen, zu möglichen Alternativen im bestehenden sportfunktionalen Außenbereich, ist dem Sportausschuss im Dezember zur Beratung vorzulegen, bevor die Planungen konkretisiert werden. Liebe Kollegen, heute ist ein guter Tag für den Dresdner Sport und ich betone, nicht nur für den Dresdner SC, sondern für ganz, ganz viele kleine und große Menschen, die jeden Tag in dieser Arena seit Jahrzehnten tollen Sport machen und ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten bekommen, wenn wir jetzt eine zügige, gute neue Planung auf den Weg schieben. Herzlichen Dank. So, wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Herr Vetterle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass die Margon Arena ein wichtiger Veranstaltungsort für den Sport der verschiedensten Sportarten in Dresden ist. Nach 22-jähriger Nutzung entspricht sie nun allerdings nicht mehr den aktuellen Anforderungen, sowohl technischer als auch kapazitiver Art. Es muss also dringend etwas getan werden. Sowohl die Volleyballerinnen des Dresdner SC als auch die Basketballer der Dresdner Titans gehören seit vielen Jahren zu den sportlichen Aushängeschildern unserer Stadt und es gilt, deren Heimspielstätte, also die Margon Arena, zeitgemäß auszustatten. Damit verbunden wäre dann natürlich auch eine wesentliche Verbesserung der Bedingungen für den Freizeit- und Breitensport sowie für den Schulsport des neu geplanten Gymnasiums. Für die Realisierung ist aber auch zwingend die Erweiterung der Parkplatzkapazität erforderlich. In der Vorlage der Stadtverwaltung und der ergänzenden Erklärung dazu ist ersichtlich, dass es zur Errichtung eines Parkhauses keine Alternative gibt.
und davon das ganze Bauvorhaben abhängt. Im Sportausschuss, also im federführenden Ausschuss, wurde dazu umfangreich diskutiert und die unmittelbar Betroffenen sind zu Wort gekommen. Der dann gefasste Beschluss streicht die Errichtung des Parkhauses und beauftragt den Oberbürgermeister mit der Suche nach Alternativen, wohl wissend, dass es keine Alternativen gibt. Was wird also bezweckt? Aus unserer Sicht eine Verzögerung des Bauvorhabens, eine weitere Verunsicherung der betroffenen Vereine und damit verbunden natürlich auch eine entsprechende Kostenerhöhung. Ich darf für meine Fraktion erklären, dass wir uns uneingeschränkt zum Um- und Ausbau der Margon-Arena bekennen, der Vorlage der Stadtverwaltung mit der Ergänzung vom Bildungsausschuss uneingeschränkt unsere Zustimmung geben werden. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Fraktion Die Linke Herrn Kiesling bitten. Von mir auch geschätzter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist schon interessant, wenn ein Vertreter der Alternative davon spricht, dass es zu irgendetwas keine Alternative gäbe. Das ist also die höchste Form der Verwaltungshörigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Die Verwaltung legt etwas vor und das muss dann so gemacht werden. Ungefähr so sind Sie doch angetreten als Partei, oder? Alles, was von oben kommt, das akzeptieren wir alternativlos, oder? War vielleicht so. Wir glauben, dass es Alternativen gibt. Wir glauben, dass diese Margon Arena gebraucht wird. Und zwar eigentlich nicht als Halle für den DSC, so wie am Anfang bei der Rednerin der Eindruck hätte entstehen können, sondern wir glauben, wenn man unsere Sportinfrastruktur den Bedürfnissen der Spitzenvereine anpasst, entstehen dadurch Hallenbauwerke, die insgesamt auch die Lebensqualität in der Stadt erhöhen und verbessern. Und deswegen ist es sehr gut, sich an diesem Niveau zu orientieren, zu schauen, was man dort machen kann. Und wenn wir unsere Sportstätten betrachten, dann fällt, glaube ich, jedem zu jeder Spitzensportstätte in der Stadt ein, was dort außer diesem Sport noch so Spannendes stattfindet. Wo hätte Rammstein spielen sollen? Nur so ganz nebenbei. War doch ein guter Ort. Oder wo tritt der Kreuzchor zu Weihnachten auf mit einer riesigen Versammlung von Menschen, die diese Musik mögen und die vielleicht niemals in die Kirche gehen würden, um sie zu hören, die aber an dieser Stelle sie genießen. Das können wir tun, weil wir ein sehr teures, umstrittenes Stadion hatten. Und wo kann man Holiday on Ice angucken? Es ist nicht unbedingt nur die Halle des Eishockeyvereins, sondern es ist natürlich eine Halle, die durch ihre Existenz die Lebensqualität erhöht. Und in der gegenwärtigen Margon Arena, da war ich sehr wohl mal, um den Damen beim Volleyballspiel zuzugucken. Ich war auch schon mal bei den Titans. Ich versuche, jede Sportart mal anzuschauen, die Atmosphäre zu riechen. Aber am meisten war ich dort familienbedingt bei der Gala, bei der Turngala. Und ich kann nur jeden einladen, sich die anzugucken. Da sehen Sie 400 Menschen, 400 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die eine Leistungsschau machen, wo ihnen hinterher der Atem wegbleibt. Kommen Sie dahin. Und das wird hoffentlich in dieser neuen Halle dann angepasst an ein höheres Niveau noch viel mehr möglich sein. Deswegen sind wir dafür. Wir sind aber aus jetziger Perspektive strikt gegen ein Parkhaus. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil uns die verkehrlichen Probleme, die an einem Parkhaus dranhängen, ärgern. Und zum zweiten, weil dieses Parkhaus damit verbunden ist, dass eine funktionale Sportfläche einfach vernichtet wird. Das wollen wir auch vermeiden. Und wir finden den Kompromiss im Sportausschuss deswegen sehr gut. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion unter Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream, ich habe wieder das Los, die Letzte zu sein und eigentlich nur ergänzen zu können. Und Frau Wagner, da möchte ich mit Ihnen anfangen, weil Sie den Herrn Dr. Lames so angegriffen haben dafür, dass vielleicht die guten Dinge auch mal Weile haben. Gute Studien und Entwicklungskonzepte entstehen eben nicht über Nacht, sondern sie müssen durchdacht und mit Bedacht auch uns vorgelegt werden und dass wir so einen Sanierungsstau in der sportlichen Infrastruktur hinter uns herschleppen, frage ich Sie, wer viele, viele Jahre die Sportpolitik in dieser Stadt aktiv gestaltet hat.
Ansonsten schließe ich mich Ihrer Meinung vollkommen an, indem wir sagen, wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Wir stehen zur Morgan Arena, wir freuen uns, dass es einer der ersten großen Projekte ist, die wir jetzt auf den Weg bringen, insbesondere vor dem Hintergrund der misslichen Lage. Wir freuen uns, dass wir zwei Profisportvereine hier voranbringen können. Frau Zimmermann, das ist auch eine Anerkennung an Ihre sportlichen Leistungen, auch an die der Titans, aber eben auch, und dafür steht die Morgan Arena, für einen Breitensport von Jung bis alt. Wir sind sehr gespannt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns, der Ausbau einer innovativen sportlichen Infrastruktur, wenn das Leo-Gymnasium 2023 ans Netz geht, und sind gespannt, was uns dort seitens des Eigenbetriebs vorgelegt wird. Und wir möchten aber auch noch mal einen Punkt kritisch bemerken. Es ist ja immer so in der Demokratie, wir können nicht alles haben. Wir werden heute dem Ergänzungsantrag so zustimmen, Frau Wagner, aber Sie stehen einerseits hier und sagen, ja, wir hätten gerne Parkhaus gehabt, aber dann auch wieder nicht. Und eigentlich wollen wir auch, dass der Tennisclub bleibt und auch diese Werferanlage bleibt. Ne? Wir werden jetzt sehen, was draus wird. Aus meiner Sicht ist die Formulierung sehr unkonkret. Ne? Ich meine, jetzt haben wir das Glück, dass wir in einer ersten Planungsphase sind und uns in die zweite begeben. Wir werden dem heute so zustimmen. Wir möchten ja auch hier ein einheitliches Signal an alle Vereine senden. Aber ich möchte auch noch mal ganz klar betonen, dass wir gegen ein Parkhaus sind. Dankeschön. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Zastrup. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, volle Unterstützung von uns für die Vorlage der Verwaltung. Alles Wesentliche ist im Endeffekt gesagt worden. Frau Zimmermann, auch Frau Wagner haben das, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengeführt. Wir haben in Dresden in den letzten Jahren, muss man sagen, sehr viel für den Spitzensport hier auf die Reihe gebracht. Wenn man mal schaut, das ist gar nicht mehr vergleichbar mit vor vielen Jahren zuvor. Viele Bedingungen für viele Vereine, für unsere besten Vereine haben sich auch verbessert. Dynamo natürlich vorneweg, da ist viel geschehen. Eislöwen, aber auch im Schwimmsport beispielsweise. Heinz-Steier-Stadion ist jetzt die nächste Herausforderung, die kommt. Selbst im Rudern, Kanu ist ganz viel passiert. Also wir haben unheimlich investiert, aber für den erfolgreichsten Verein der Stadt nicht so viel. Deswegen ist das absolut gerechtfertigt und dringend notwendig, dass wir uns jetzt auch mal, nicht nur in den Breitensport, der Effekt ist dann immer mit da dran, ganz klar, aber eben auch den DSC und auch die Titans kümmern. Deswegen gibt es gar nichts dazu zu sagen, muss jetzt gemacht werden, möglichst schnell. Ergänzungsantrag, ja, kann man machen, aus meiner Sicht nicht notwendig, weil wir stehen ganz klar zum Parkhaus. Ich sehe überhaupt gar keine Alternative, wir werden genau beim Parkhaus rauskommen. Man kann das gerne prüfen. Galopprennbahn ist zu weit, also Seitenescenter zu weit, aber das kann man gerne machen. Aber wir brauchen das Parkhaus. Ich will es auch ganz klar sagen, wir müssen dann vielleicht manchmal so die provinzielle Brille hier absetzen. Es kommt nicht jeder mit der Bahn zum DSC, weil der DSC, auch die Titans, ja nicht bloß eine Sogwirkung hier in der Stadt haben, sondern wie Dynamo auch ins ganze Umland. Das heißt, ganz Ostsachsen fährt eben auch zum Volleyball. Und die Anbindung für die ist ja auch mangels Park-and-Ride-Parkplätzen und solchen Dingen noch nie ganz so optimal. Deswegen ganz klar gönnen wir den Zuschauern vernünftige Parkverhältnisse vor Ort. Deswegen volle Unterstützung. Das wird. Freie Wähler, Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von uns ganz kurz und von mir ein Dank an die Verwaltung für die Vorlage. Wir finden eigentlich die Vorlage genauso, wie sie gekommen ist, inklusive Parkhaus, sehr gelungen. Es ist nie alles alternativlos, deswegen gehen wir den Ergänzungsantrag der Union mit. Ich sehe es aber genauso wie Holger Zastrow. Ich glaube nicht nur, dass die Besucher des DSC und der Titans nicht nur aus Dresden kommen, sondern wir wollen auch eine Entlastung für die Anwohner dort schaffen, wer zu den Spielen dort an der Pirner Landstraße, an der Margon Arena vorbeifährt, sieht, was dort für ein Verkehrschaos herrscht. Ich sehe es genauso wie der Holger, dass die auch im Sportausschuss diskutierten Alternativen nie realistisch sind. Lassen Sie es uns prüfen, und mir liegt es nochmal am Herzen, wirklich auch den zwei Hauptnutzern DSC und auch den Titans viel Erfolg für die schweren Zeiten auch jetzt zu geben. Wir wissen alle, gerade die leben von den Eintrittsgeldern.
und den beschränkten Zuschauerzahlen. Wir hoffen, dass da bald bessere Zeiten kommen. Lassen Sie uns von der Stadt die Rahmenbedingungen schaffen. Und unserer Meinung gehört auch ein Parkhaus dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, vielen Dank, Frau Zimmermann, für Ihre Bereitschaft, hier zu sprechen und auch für diese sehr klare Botschaft, die Sie hier nochmal gesetzt haben zum DSC-Volleyball und auch zu der Sanierung, Umbau und Erweiterung der Marcon Arena. Ich fasse mich sehr, sehr kurz dann, es sind viele Dinge genannt worden dann und wir haben auch noch eine Wahl heute. Mit diesem Parkhaus möchte ich aber sozusagen doch nochmal deutlich aufräumen. Ich denke, über diese sportfachlichen Erweiterungen und die Schaffung einer zeitgemäßen Trainings- und Wettkampfstätte für die Dresdner Sportvereine und sowie auch diese Schaffung dann für das Gymnasium Leo, durfte man hier fraktionsübergreifend ja in Einigkeit bestehen. Allerdings ist tatsächlich dann diese Notwendigkeit, dieses Parkhaus in Frage zu stellen. Für uns Grüne liegt dabei eigentlich der Schwerpunkt auf dieser Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes, der auch genau in diesem Antrag, den wir im Sportausschuss dann nochmal beschlossen haben, mit verankert ist. Es gibt auch die Möglichkeit der Änderung der Stellplatzsatzung. Es gibt den Verzicht auf den Umbau dieses Tennenplatzes, der an den Kunstrasenplatz dann und damit auch der Erhalt als Parkfläche bei Veranstaltungen, die auch nach dieser Suche nach einem geeigneten Grundstück in der unmittelbaren Nähe, also im Umfeld, wo wir sozusagen genau diese Stellplatzkapazitäten schaffen können, die notwendig sind, damit es genehmigungsrechtlich dann auch letzten Endes weitergehen kann. Das in der Vorlage zwangsläufig beschriebene Parkhaus sehen wir deswegen äußerst kritisch und lehnen eine Weiterplanung ab. Wesentliche Gründe für diese Ablehnung ist der Verlust dieser bestehenden Sportanlage, die verkehrstechnische Anbindung und auch der vor allen Dingen mit dem Bau verbundenen Kosten. Wir bestehen eine wertvolle Sportfläche dann, die wir hier für PKW-Stellplätze hergeben sollen, dann ist für uns nicht akzeptabel. Zu diesen Kosten möchte ich nochmal näher ausführen. Das Parkhaus wird momentan in der Vorlage mit 3,7 bis 4,3 Millionen Euro beziffert. Das ist eine Menge Geld. Dazu kommt diese Kosten, die bis jetzt nicht berücksichtigt sind, für eine verkehrstechnische verbessernde Anbindung, für den Erwerb eines Grundstückes und die Errichtungskosten für den wegfallenden Tennisplatz. Und das heißt, dass uns dieses Parkhaus in der Berücksichtigung aller Kosten bei 7 bis 8 Millionen Euro am Ende dann rauskommt. Ja, da kann man den Kopf schütteln dann, aber es wird so sein, lieber Peter. Ja? Das heißt eigentlich dann, also dass wir für 172 zusätzlich zu schaffende Stellplätze für die Erweiterung der Marcon Arena 7 bis 8 Millionen Euro ausgeben wollen. Und wenn das, sag ich mal, euer Ziel ist, dann sagen wir, dann sind wir nicht dabei. Das wollte ich mal nochmal loswerden hier an dieser Stelle und bitte sozusagen dann, dass wir auch sehr genau dann nochmal diesen Sportausschussbericht sozusagen jetzt abstimmt dann, auch eine breite Mehrheit dafür bekommen und dass wir wirklich dann auch dann die Verwaltung an der Stelle beauftragen, nach einer sinnvollen Lösung dann für diese Stellplatzfrage nochmal zu beauftragen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, ich will es kurz machen. Wir beantragen für die Abstimmung den Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung. Sollte dieser Antrag nicht durchkommen, beantragen wir eine punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Sonst ist jetzt beantragt, als Abstimmungsgrundlage den Ausschussbericht Bildung zu nehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit. Damit wäre das abgelehnt. Dann bedeutet das, wir machen erstmal den Änderungsantrag, den Ergänzungsantrag CDU und dann wird punktweise abgestimmt.
So, wer dem Ergänzungsantrag CDU zustimmen möchte in Punkt 4, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Es dürfte die große Mehrheit gewesen sein. Insoweit ist das erstmal aufgenommen. Und jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung und das punktweise. Wer dem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Ja, eine Nein, keine Enthaltung, damit erstmal so beschlossen. Dann kommen wir zum Punkt 2 des federführenden Ausschussberichtes. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung. Dann ist mit einer Gegenstimme bei keiner Enthaltung und 65 Ja-Stimme so angenommen. Wir kommen zum Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung, eine Gegenstimme, keine Enthaltung, 66 Ja-Stimmen. Wir kämen damit zum Punkt 4. Wer dem Punkt 4 so ergänzt noch, wie wir es gerade beschlossen haben, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung.51 Ja, 14 Nein, eine Enthaltung, so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 5. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Ja, 14 Nein, keine Enthaltung, so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 6. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja, 13 Nein, keine Enthaltung, so beschlossen. Kommt zum Punkt 7. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, eine Gegenstimme, keine Enthaltung und 65 Ja-Stimmen, so beschlossen. Kommen zum letzten Punkt, Punkt 8. Wer hier seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, eine Gegenstimme, keine Stimmenthaltung, 65 Ja-Stimmen, so beschlossen. Damit hätten wir den Punkt 27 geschafft. Wir
machen weiter, gesagt haben.